Hallo bei Nordmedizin. Ihr seht schon, ich bin hier bei der Bergwacht in Laufersbruck und neben mir ist der Max Zeuch, der Leiter der Luftrettung bei der Bergwacht. Also erstmal muss ich mich total bedanken, weil, was ihr nicht wisst, ich hatte so ein bisschen Kindheitstraumerfüllung, nämlich ich konnte mit der Bergwacht und der DRF Luftrettung eine ziemlich coole Windrettung mitmachen und war da nicht selbst als Notarzt, sondern ich war eigentlich nur das Opfer. Also erstmal danke dafür. Gerne. Klasse Sache. Ja, Bergwacht. Sag mal, wie seid ihr so eigentlich aufgestellt mit den Luftrettern? Also wie ist das eigentlich? Wie viele von euch gibt es denn überhaupt so bei der Bergwacht? Also ist jeder Bergretter auch Luftretter oder? Das ist eine gute Frage. Früher war das tatsächlich so, vor ein paar Jahren waren die meisten eigentlich Luftretter. Bei uns ist es so, in der Fränkischen Schweiz sind wir 11 Bereitschaften und insgesamt jetzt 30 Luftretter. Die sind aufgeteilt auf die einzelnen Bereitschaften, wo sind Einsatzschwerpunkte, wer kann von der Arbeit weg, aber insgesamt 30 Personen und alle 30 müssen einmal im Jahr an den Hubschrauber, also dort auch wirklich an der Winde üben, trainieren und einmal im Jahr nach Bad Tölz dort in die Hubschrauberhalle ergänzend, aber auch dank der Julia auch unter anderem mein Notfalltraining, also Notarztassistenztraining, da bilden wir unsere Luftretter auch fort. Okay, weil man muss ja sagen, als ich das Training ja mitbekommen, ist extrem aufwendig und da die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten, das stelle ich mir echt stressig vor. Also Respekt, wenn man das ehrenamtlich macht. Jetzt habe ich eine Frage, denn mit der Bergrettung habe selbst ich fahre ja relativ häufig, auch hier bei euch im Einsatzgebiet, trotzdem nicht so häufig zu tun. Was mich brennend interessieren würde, wann soll ich euch denn eigentlich anrufen? Also man denkt tatsächlich, die Bergwacht bei uns ist gar nicht so oft im Einsatz. Mittlerweile kann man aber sagen, dass diese 11 Bereitschaften eben ca. 400 Einsätze im Jahr haben. Und jetzt nur für den Nürnberger Land gesprochen, für den Bereich sind es schon 170 pro Jahr. Du siehst, es kommt relativ oft zum Einsatz und vor allem jedes Jahr auch mehr. Outdoor-Boom, Corona, alle haben da ihren Teil dazu getan. Und wann werden wir gerufen, ist ganz unterschiedlich. Wir haben hier Europas größte oder weltweit größtes Klettergebiet, also abgestürzte Kletterer, Mountainbiker, Wanderer, Spaziergänger bis zu Pilzesuchern oder auch ja, Reitern. Wir machen so alles eigentlich, alles was abseits der Straße ist. Im Bayerischen Rettungsdienstgesetz ist das sogar geklärt oder definiert alles abseits der Straße im unwegsamen Gelände, also auch der normale Wald ist schon Einsatzgebiet der Bergwacht. Okay, also da fallen mir direkt ein paar Einsätze ein, die muss ich dir gleich mal präsentieren, dann sagst du hopp oder top. Ja, gerne. Aber vorher will ich unbedingt wissen, im Vorfeld hast du gesagt, wir müssen mal über die terrestrische Rettung sprechen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel dazu gesagt, weil ich keine Ahnung habe, was das Wort ist. Ja. Fangen wir mal damit an, was ist terrestrische Rettung? Also wir unterscheiden bei der Bergwacht in zwei Rettungsarten, einmal die terrestrische Rettung und einmal die Luftunterstützte. Die Luftunterstützte kennst du ja, das ist die Hubschrauberwindenrettung und die terrestrische Rettung ist so die bodengebundene Rettung. Das heißt, wir transportieren in diesen Luftrettungssack in der Gebirgstrage, das ist eine Trage mit dem Rad unten dran und der Seilversicherung, da oben sieht man sie, genau, richtig. Und terrestrisch ist bodengebunden, da haben wir die beiden Möglichkeiten, je nachdem Verletzungsmuster oder auch Örtlichkeit, wählen wir dann das richtige Mittel aus. Okay, und wenn ich euch jetzt rufe und die Einsatzsituation stimmt, wie lange braucht ihr so im Durchschnitt, bis ihr bei mir am Einsatzort seid? Auch eine interessante Frage, ein wichtiger Punkt, das ist auch wieder multifaktoriell bedingt. Wo ist der Einsatzort, wo wohnen die Einsatzkräfte, aber vor allem ganz, ganz wichtig, wann werden wir alarmiert? Werden wir primär von der Leitstelle mit alarmiert, bei der Notrufannahme, bei der Stichwortdisposition, dann geht es natürlich viel, viel schneller. Dann in der Regel, das kann man aber auch wirklich ganz schwer sagen, sind Einsatzfahrzeuge zu Hause besetzt. Auch das ist immer öfter der Fall. Dann rücken die direkt zur Einsatzstelle an, kann man aber so sagen 15 bis 20 Minuten. Problematisch ist es natürlich gerade im ländlichen Bereich, wenn der Rettungsdienst erstmal 20 Minuten hinfährt, dann 10 Minuten natürlich auch zur Einsatzstelle braucht, danach alarmiert, dann ist natürlich irgendwo ein großer Zeitverzug da. Auch das gibt es und auch das ist natürlich richtig, immer alarmieren, auch wenn es nachalarmieren ist. Aber umso besser ist eigentlich immer wirklich der Primäralarm, weil dann die Bergwacht ja gleichzeitig mit dem Rettungsdienst ausrücken kann. Aber ich höre auf jeden Fall raus, wenn man an die Bergwacht denkt, dann frühzeitig auch dran denken und nicht erstmal eine halbe Stunde irgendwie versuchen, das Ding selber zu managen und dann erst feststellen, naja, jetzt kann man auf die Bergwacht holen. Genau, ganz klassisch den Rettungswagen festfahren. Also passiert immer wieder, ist auch nicht schlimm. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, dass man Auto festfährt. Aber vielleicht mal lieber
stehen bleiben, nachalarmieren, weil dann können wir alle den Patienten die Hauptzone schneller retten. Bevor ich dazu noch eine Frage habe, wollte ich ja unbedingt mal dir so ein paar Beispiele präsentieren. Ja. Also, erstes Beispiel, ich komme, werde in den Waldgebiet gerufen, gestürzte Person, wir fahren mit dem Wetter an, ich sehe, oh, der Weg, der wird immer windiger, ja, es ist auf einmal nur noch ein Schotterweg und der Schotterweg wird auf einmal so eng, dass wir denken, das schaffen wir nicht nur mit unserem RTW, aber es sind immer noch 300 Meter zu laufen, ich laufe dahin und stelle fest, die Person liegt im Wald, zwar in Rufreichweite, aber nochmal 30 Meter schräg nach unten, es ist so laubiges Gelände. Wie würdest du da angerufen werden wollen oder würdest du sagen, ach komm, die zerrt da selber raus? Ja, das hängt auch teilweise von den Disponenten ab, wie sie genau diese Einsatzstelle abfragen, wie schaut es aus. Generell kann man sagen, überall wo der Rettungswagen hinfahren kann, dann ist es klassischerweise auch noch Rettungsdienstgebiet und Gelände. Und wenn man mal 10 Meter mit dem Spineboard oder sowas einen Patienten aus dem Wald trägt, dann ist es auch kein Problem. Aber alles, was dann Richtung 50 Meter länger, steil, matschig, rutschig ist, auf jeden Fall klassisches Bergwachtgelände und wird aber so mittlerweile auch im Wald klassischerweise als Bergwacht alarmiert, schon primär von der Leitstelle. Okay, also bei dem Fall würde ich jetzt sagen, dann eher ja, ne? Weil genau. Ich komme nicht so richtig hin. Ja. Machen wir einen zweiten Fall auf. Mofa-Fahrer ist auf einer nassen Fahrbahn ausgerutscht, von der Fahrbahn abgerutscht und liegt 20 Meter im Wald. Man kann schon hinwandern, aber es ist auf jeden Fall mega matschig. Bergwacht, ja oder nein? Dadurch, dass es ein Verkehrsunfall ist, wird die Feuerwehr wahrscheinlich auch dabei sein. Wenn es nur 20 Meter sind, dann kann die Feuerwehr das ganz klassisch auch selber mit einer Schaltkopftrage oder sowas machen. Also da muss es nicht unbedingt sein. Okay. Auch das ist ein klares Statement. Also wenn man es problemlos tragen kann, genau. Sich nur die Klamotten dreckig macht, dann braucht man halt eine Waschmaschine und ein paar kräftige Arme. Klassischer Fall stelle ich mir jetzt vor, ein Typ, der ist auf einer Baustelle, es ist eine Baustelle, die auch im ländlichen Gebiet ist, das ist ein Kran und der wollte da oben irgendwas am Kran reparieren, ist da hochgeklettert mit so einem Klettergestell und der muss doch klassisch von euch geklettert werden, weil das ist ja kletterbar, oder? Auf dem Kran? Ja und nein. Tatsächlich die Rettung von baulichen und technischen Anlagen ist Aufgabe der Feuerwehr, der Höhenrettung. Also wir sind nur im unwegsamen Gelände. Man muss aber dazu sagen, nur die großen Städte, wie als Beispiel Nürnberg als Stadt, hat eine Höhenrettung. Auf dem Land, die Freiwillige Feuerwehr, die haben das nicht. Die haben vielleicht so Absturzsicherungsgruppen. Da werden wir klassischerweise oft auch mit alarmiert auf Baustellen und Baukränen und auch Baugerüste, ja. Und im Rahmen der Amtshilfe werden wir diese Rettung auch durchführen. Aber wenn es dann um den Baukran geht, um eine verletzte Person oder verschiedene Personen, die gerettet werden muss, vielleicht vom Hubschrauber, auch mit der Hubschrauberwinde, weil das ist ja möglich, dann macht das definitiv aber die Höhenrettung der Feuerwehr. Aber das ist nicht unser Metier. Sprich, ihr eher natürliches Umfeld, genau. Bergrettung. Höhle auch unter der Erde, in Höhlengängen haben wir hier auch 1000 Höhlen in der Fränkischen Schweiz. Das ist so unser Gebiet, Kletterfelsen. Krass, dass man nur die eigene Heimat noch lernt in so den Videos. Ne? Okay, und jetzt erzähle ich mal so einen aus meiner Sicht klassischen Bergwachtfall. Ich komme in die Fränkische, da ist eine Person am Berg gestürzt, die Person hängt noch im Seil, ja, kann sich aber nicht mehr daraus selbstständig retten, hat eine offene Fraktur, das Ganze ist relativ offensichtlich ein Rettungsdiensteinsatz, aber wie gesagt, direkt am Berg. Erste Frage, mit was für Fahrzeugen könnt ihr überhaupt anfahren an diesen Einsatzort? Also ich habe ja gesehen, ihr habt ja eine ganze Menge geländegängiges Zeug. Wie kommt ihr da nah an den Patienten ran? Ja, also die Bergwacht in Bayern ist komplett gleich ausgestattet. Dank dem Freistaat Bayern und der Finanzierung haben wir vier Fahrzeugtypen, kann man sagen. Einmal einen 10-1, der Kommandowagen, wo der Einsatzleiter anfährt, klassischerweise auch der Einsatzleiter Feuerwehr oder Rettungsdienst. Dann haben wir ein Mannschaftsfahrzeug, ein Transportfahrzeug, das sehen wir hier, also eigentlich primär gedacht, das geht sogar für den Transport von Mannschaft und aber auch Technik. Okay.
Aber weil wir bei der Bergwacht sind, haben wir auch Geländefahrzeuge. Das ist einmal ein Amarok, der ist aufgebaut hinten mit einem Kastensystem wie ein Rettungswagen. Da kann der Patient liegend auch transportiert werden. Er ist geländegängig, der in der Rettungssitz im Notarzt kann auf der Bank daneben sitzen und auch ihn behandeln, betreuen. Und wir haben auch noch einen Quad, das können wir im Sommer auf Reifen fahren und im Winter umrüsten auf Raupen. Das heißt, wir können uns eigentlich in jedem Gelände zu jeder Zeit und bei jedem Wetter tatsächlich bewegen. Okay. Und wenn ihr jetzt an so einen Patienten rangeht im Fels, rückt ihr eigentlich immer mit jemandem an, der dann auch als Bergretter, als Luftretter ausgebildet ist? Also hat man immer beide Ausbildungen, wenn man so ein Team der Bergrettung holt, der Bergwacht? Tatsächlich gab es bis vor ein paar Jahren, da waren viele Luftretter. Es musste aber eingeschränkt werden, einfach es ist gefährlich, man muss es oft trainieren und dann kann man es train as you fight. Jetzt gibt es 30 Personen. Wenn keiner gerade verfügbar ist in diesem Bereich, dann wird bei der Leitstelle Nürnberg ein Luftretter-Alarm ausgelöst. Der Einsatzleiter schaut dann, okay, auf dem Handy, wo sind die alle? Die haben zugesagt, ich sehe ihren Standort und entscheidet dann, wer gezogen wird. Der Hubschrauber fliegt dann zu demjenigen nach Hause oder auf die Arbeit, holt den ab als Pickup-Point, diesen Luftretter, und fliegt dann zur Einsatzstelle. So haben wir es geregelt und so funktioniert es eigentlich wunderbar tatsächlich. Okay. Auch ziemlich cool für den Luftretter. Also jetzt ist für mich die Frage, ihr kommt an einen Einsatzort, was sind denn eigentlich die häufigsten Fehler, die wir Standardrettungsdienstler so machen im Gelände, im Berg? Ich würde es nicht Fehler nennen, weil man weiß es nicht besser als Rettungsdienst, aber vielleicht so ein paar Kniffe oder Tricks, die man uns unterstützen könnte als Bergwacht, ist eigentlich, fahr nur so weit rein, wie du dir sicher bist, dass du wieder rauskommst. Ab und zu gibt es mal festgefahrene Rettungswagen, da muss ein zweiter bestellt werden, der Rettungswagen muss rausgezogen werden. Das könnte man verhindern. Vor allem aber auch nicht irgendwelche Zufahrten zuparken, blockieren. Das heißt, dass der Rettungsdienst, die Bergwacht, die Feuerwehr, je nachdem, was da kommt, auch durchkommt und wieder rauskommt. Also von vorne, von hinten nicht zuparken, denn alle müssen dann relativ schnell dann wieder weg, wenn es zum Hubschrauber geht oder der Patient weg muss. Das sind klassische Sachen. Und vor allem, wenn es dann ins Gelände geht, an den Wetterfelsen, wir haben mittlerweile wirklich schwierige Bedingungen teilweise, durch Frost sprengen teilweise auch Elemente des Felsen ab, auch im Sommer. Wir haben hier akute Steinschlaggefahr zum Teil an den Felsen. Deshalb lohnt es sich hier eigentlich immer einen Helm, der Rettungsdienst hat den Helm dabei, der Notarzt auch, den Helm im Gelände mitzunehmen, anzuziehen. Spätestens wenn wir eine Windenrettung haben und der Hubschrauber kommt, auch Totholz ein großes Problem, wird immer mehr aktuell. Hier einfach an den Eigenschutz, an die PSA denken. So kann man sich am besten selbst schützen, denn wir haben auch immer einen Helm auf. Okay, ja, ich glaube, beim Rettungsdienst gibt es ja zwei Generationen oder zwei Fraktionen, entweder die andauernd einen Helm aufhaben oder die nie einen aufhaben. Und der Mittelweg ist wie immer der richtige. Ja. Okay, ja, das sind klasse Hinweise, die man, glaube ich, auch im Alltag einfach für sich mitnehmen kann, wenn man mal mit der Bergwacht zu tun hat. Erstens, Max, ich muss nochmal sagen, Bergwacht ist echt, also es klingt für mich nach echt einer coolen Kiste. Und ich habe es ja im anderen Video schon gesagt, also würde ich ein bisschen fitter sein und würde nicht zu häufig aus dem Gelände gerettet werden müssen wahrscheinlich, dann würde ich auch Bergretter werden, aber ich glaube, ich bin da chancenlos. Also total spannend. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Bergwacht, das bedeutet nicht nur im Steilhang irgendjemanden retten mit mehreren Seillängen, sondern es kann auch einfach jemand sein, an dem man nicht einfach so rankommt, der vielleicht als schwierig im Gelände gerettet werden muss. Wenn man die Bergwacht braucht, frühzeitig die Bergwacht alarmieren. Ja, im Zweifel kann man sicherlich ja auch nochmal mit euch Rücksprache halten und die Situation beschreiben. Genau. Dann auch noch ganz wichtig, wenn man klar eine Luftrettung haben möchte, das macht wahrscheinlich Sinn, frühzeitig eben auch explizit zu sagen, genau. Nicht nur zu sagen, ja, ich brauche hier die Bergwacht, schickt halt mal irgendjemanden, sondern. Klassisches Beispiel, das haben wir jetzt immer öfter, auch außerhalb von Nürnberg, wo es keine Bergwachten gibt, Richtung Hoch, Richtung Haßfurt oder sowas. Da denkt der Rettungsdienst selber proaktiv mittlerweile an die Bergwacht oder an die Luftrettung, fordert das über seine Leitstelle, als Beispiel Coburg, Würzburg, an und bei uns wird der Hubschrauber alarmiert plus ein Luftretter und fliegt dann dorthin. Also das ist jederzeit möglich und nimmt auch zu. Einfach aufgrund einer schweren Verletzung kann man aus dem Wald mit dem Patienten schneller einfacher werden. Okay, ja, dann habt ihr sicherlich auch Bock auf die Bergwacht bekommen. Wenn ihr Fragen habt, ihr kennt es ja schon, ihr könnt alles an mich schicken, ich leite alles direkt weiter an Max. Nee, Quatsch, aber
Also auf jeden Fall eine ziemlich coole Kiste das Ganze. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, mit den Jungs zu trainieren, kann ich das nur sehr empfehlen. Und ich bedanke mich nochmal und würde ansonsten sagen, teilen und liken, in die Kommentare was schreiben und bis bald.